Moin moin ihr Let's Play Verrückten. Es geht weiter hier mit Deus Ex. Und ja, erstmal, während ich hier mich gerade ein bisschen augmentiere, möchte ich mal so kurz was formulieren. Und zwar, ich habe in den letzten Tagen wenig Zeit und auch wenig Lust, irgendwie ein Bad aufzunehmen gehabt. Dafür entschuldige ich mich. Und ich hoffe, dass das nicht, ja, allzu häufig wieder vorkommt. Und ja, jetzt geht's auch wieder los. Mal schauen, was wir hier uns augmentieren können. Tarnsystem, obwohl, na, Tarnsystem. Beinprothesen, Dermalpanzerung. Ja, was nehmen wir denn? Schleichoptimierer, mal gucken. Anzeige. Nee, das auch nicht. Ist hier was Nettes? Nee. Oh. Okay. Nehmen wir doch mal hier Übernahme 4. Kann ja nicht schaden. Hackanalyse-Erweiterung. Nee, brauche ich das nicht. Hack verstärken. Nee, aber eventuell. Da noch ein rein. Und ich denke. Ja, Tragevolumen erweitern wir auch nochmal. So, ich denke, als nächstes werde ich dann ein bisschen hier was lang skillen. Und dann müsste es auch, ja, wahrscheinlich schon zu Ende sein, die Erweiterung. So, ansonsten habe ich mir ja noch bei ihm eine Art Lasersystem gekauft. Die auch gleich, wie ihr schon seht, an der Pistole angebaut habe. Ansonsten, es ist noch neu. Naja, nicht viel, außer dass ich jetzt hier wieder ein bisschen umbauen kann, hier. Kann ich noch was reinhauen? Nö. Das Teil nehme ich noch nicht. Ob wir das brauchen, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich nicht, da wir ja weniger töten sollen, so auch die Aufgabe. Weil das ist ja mehr eine Art Schleicherweiterung, kann man sagen. Und ja, gucken wir mal schauen, wo wir jetzt als nächstes hin sollen. Da so Questmarkierung. Ach ja, wir sollen noch so eine Nebenaufgabe für den Typen, der uns hier gerade einiges verkauft hat, dessen Name mir gerade entfallen ist, noch besorgen, damit er uns eine Art Raketenwerfer in Spezialausfertigung oder Anfertigung herstellen kann. Ach nee, Mist. Ach, blöde Überwachungsanlage. Ja, wie gesagt, damit er uns halt eine Art Spezialraketenwerfer herstellen kann. Ist eine ganz nette Sache. Einen von 4 oder 3 benötigten Teilen haben wir schon abgegeben. Wo die restlichen sind, weiß ich gerade überhaupt nicht. Eins haben wir jedenfalls hier, oder? Wo sind wir denn hier gelandet? War ich hier schon mal? Ach, hier. Okay, ja, gut. Wir waren tatsächlich schon hier. Und ja, wir haben hier das eine Teil eingesammelt. Ja, das war gerade irritierend gewesen, weil ich ja da durchgegangen bin. Und ich hier rausgekommen bin, war es leicht, ja, irritierend. So. Mal ein bisschen umgucken. Hä? Was ist das?
Ach, das Ding, boah. Verwirrt mich das Teil hier erstmal. So. Okay, da ist wieder so ein Überwachungsding. Da kann man durch. Da ist auch ein Überwachungsteil. Wow, aber ziemlich nahes Ding. Gut, gehen wir direkt mal hier rein. Kriegen wir bestimmt auf jeden Fall so einen Punkte-Boost, oder? Ne, schade. Credits. Da ist so eine Art hier Geheimweg-Punkte-Booster. Kommen wir so eine Art. Reisender Bonus, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. So, kommen wir da irgendwie hin, ohne uns großartig weh zu tun. Ja, Tatsache. So, mal schauen, was sie hier unten überhaupt so alles noch finden. Ja, ne? Hier rein, okay. Ist irgendeine Art Geheimraum hier, oder? War ich hier eventuell schon. Okay, hier sind wir wieder bei dem netten Herrn, wo wir die Sidequest angenommen haben und er uns das verkauft hat. Tja, gut zu wissen, dass man auch hier lang gehen kann. So. Huh, das war knapp. Okay, dann mal hier weiter. Da hat er jetzt keinen Bock gehabt, den Fahrstuhl wieder zu verwenden und nochmal komplett den ganzen Weg lang zu laufen. So, dann nehme ich doch mal jetzt den Weg, oder? Ich meine, wir haben zwei Wege jetzt zur Auswahl. Beides mit meiner Überwachungskamera. Aber diese hier hat noch einen Special Operations Tür. Okay. Natürlich kein Code gefunden. Warum auch? So, und go! Ach, das geht, oder? Zugriff gewährt. Yo! Das geht doch. Jetzt kriegen wir einen Forscher-Bonus. Bonus. Konflikt in Australien vor Eskalation. Bioship-Rückruf verursacht nicht nur Kopfschmerzen. Oh, scheiße. Ja, in der Weltgeschichte ist gerade echt was los. Nur mal so als Info. So, müssen was mitnehmen, was wir hier so finden. So. Den können wir wahrscheinlich mit dem PDA öffnen, oder? Ist das möglich? Ein Code. Und. Nein, schade. Hätte ja funktionieren können. Ach. Du Scheiße. Okay. Hier klingelt das Telefon in-game, aber auch okay. Sag mal, das war ein bisschen zu einfach, oder? Irgendwie war das voll einfach. Komm, go. Zugriff gewährt. Lol. Das war extrem einfach jetzt gewesen. Hätte erst nicht gedacht, dass das überhaupt schafft. So. Das wieder ein bisschen lesen. Ihr könnt ja wie immer Pause drücken. Aha. War, ich lese mir das nicht durch. Das könnt ihr euch so durchlesen. So. Das war das. Gibt's hier denn noch was? Subjekt 1. Okay. Was haben wir hier?
Zielfernrohr Upgrade für Raketenwerfer. Yeah, cool. Jetzt haben wir das Teil auch schon. Fehlt also nicht mehr viel. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, über mir ist eine Cam, also eine Überwachungskamera. So, speichern. So, also. Was finden wir hier so? Okay. Hacken wir das Ding doch mal. Mal schauen, ob das wieder so gut läuft wie eben. Hm. In der Tat. Lol. Haben sie das vereinfacht hier, oder? Warum geht das so extrem easy? Ach ja, oh cool, wir haben sogar ein Nuke-Virus. Sehr cool. So, was gibt's hier? So, ja, macht das Ding mal weiter, kann man ja für die Zuschauer auch ja sehen, was da steht. Okay. Aha. Toll. Ist ja schön. Da ist ein Ding. Da muss ich rein. Ja. Oh, super. Da muss ich doch nicht rein. Von da kam ich. Wo bin ich also? Okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwie da weiterkomme. Moment. Muss mal eben was schauen, ob ich hier was hab. So, also. Zielfernrohr. Gut, zwei davon haben wir. Gut, gut, ja. Dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Na. So. Nee, das Ding irgendwie kaputt schießen. Kaputt schießen oder so? Jetzt. Dezentiertes oder was? Dediziertes Terminal. Kann ich dann das hier öffnen oder was? Will ich das öffnen? Wow! Ich glaube, ich muss es tatsächlich öffnen. Ansonsten komme ich da anscheinend bei den 1000 Soldaten und die Laserschranken eh nicht durch. Na dann. Auf geht's! Wow, wow, wow. Okay, 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 okay. Moment. Nehmen wir halt unser Virus mit zur Hilfe. So, wunderbar. Also, da müssen wir hin und da auch. Machen wir so. Go!
Schnell, 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 schnell. Ja. Geil. So, öffne. So. Okay. Sehr interessant. Hey, cool. Das ging ja schnell. Forscherbonus. Gut, erstmal probiere. Ein kann ich noch. So, jetzt habe ich genug Lebensenergie. Was ist das hier? E-Book. Cool, nochmal Gelehrtenbonus. So, bevor ich da durchgehe, schau ich doch mal das hier nach. Ah, gut. Gut. Vielleicht hätte ich auf den Roboter Zugriff, hätte ich die Sache geskillt. Habe ich aber nicht. Geht's hier einfach weiter. Wir haben ja gespeichert und es kann also rein theoretisch nichts passieren. Okay, da sollen wir direkt hin. Werde ich aber noch nicht tun. Ich will nochmal schauen, ob wir noch irgendwo vielleicht das letzte Teil für den Raketenwerfer finden. Weil ich den dann doch schon vorher abgeben wollte. Gut, hier ist schon mal keiner, das ist sehr schön. Also, kein Gegner. So, oh cool, Geld. Was ist hier? MP-Munition, sehr schön. Echt kurios, ne? Wenn man bedenkt, dass ich im Hauptspiel kein MP benutzt habe, aber jetzt schon. Ah, ein Schaden-Upgrade, ja. So, schauen wir, was dieser Laptop zu bieten hat. Ach, wenn Hacken in Real Life auch so einfach. Wow, wer wie hier? Wer ist am schönsten? Also. Die Bilder sind echt gut gemacht, muss ich echt mal sagen. Also, man sollte sich echt mal hier Zeit nehmen und mal die Umgebung begutachten. Also, hier steckt auf jeden Fall Liebe zum Detail. Und ich wollte damit ein bisschen auch jetzt hinwegtäuschen, dass ich den Hackversuch hier nicht wirklich gepackt habe. Ich will auch bei solchen PCs ungern irgendwie... Hacksoftware verwenden. Komm! Zugriff gewährt. Oh, danke. Also ich will halt ungern Hacksoftware verwenden bei so PCs. Das ist nicht so immer dann gut. Weil meistens kriegt man hier so wie hier ein paar E-Mails zu lesen. Und diese paar Erfahrungsbonis oder vielleicht irgendwie. Zum Ausgleich dasselbe Virusteil, was man gerade verwendet hat, ist nicht so das, was für mich entscheidend ist. Oder so. Ja! Oh! Okay. Da gehe ich jetzt nicht weiter. Lass mal, lass mal, lass mal. Halt, bevor ich überhaupt weitergehe. Schaden-Upgrade. 4... MP. Kann ich hier noch nachladen? Ja. Gut. Nochmal speichern. Und leise guten Tag sagen. Ach,
das sieht doch mal nice aus. So. E-Book. Ein Whisky. Oh, hier gibt's echt eine Menge zu saufen. Was sollen diese Bilder eigentlich aussagen? Ach nee, guck doch mal an. Dieses Bild ist aus dem Real-Life-Trailer von Deus Ex Human Revolution. Also, es gibt ja einen Trailer, wo echte Menschen da gespielt, also einige Szenen für das Spiel gedreht haben, so als Trailer-mäßig. Und das Bild ist direkt aus dem Trailer. Ist ja mal geil gemacht. Das hier, keine Ahnung, wer das ist. Wahrscheinlich so ein Entwicklerfoto oder so. Na, keine Ahnung. Aber ist schon nett, so die Sachen hier. Nochmal eine Zeitung. Ja gut, kennen wir ja den Inhalt. Burks Ersatz Netzhautprothesen. Okay. Keitner, gibt's einen Grund, warum in Burks Büro eine Netzhautprothese rumliegt? Er hat sie erst heute Abend von der Taiyong Medical Corporation erhalten. Das Hauptquartier hat sie extra für ihn anfertigen lassen, zum Dank für jahrelange treue Dienste. Warum? Er dürfte sich ärgern, wenn er merkt, dass sie weg ist. Jensen out. Okay. Wir haben ihn eine Netzhautprothese geklaut. Weiß man jetzt nicht, was das genau jetzt für Auswirkungen hat oder was wir damit anstellen können. Aber ich denke mal, weil es wurde angekündigt, dass der Bosskampf. Ich denke mal, das ist der Burke beim Bosskampf. Man hat die Möglichkeit, sowohl gegen ihn zu kämpfen, als auch überhaupt nicht zu kämpfen. Oder halt auch mehrere Varianten zu benutzen, um gegen ihn zu kämpfen. Und ich vermute jetzt mal so irgendwie, dass durch die Verwendung oder halt Entwendung dieser Netzhautprothese wir den Kampf gegen ihn wo irgendwie abgeschwächt haben. Also dass er halt jetzt weniger Skills hat zum Beispiel, dass er halt nicht so gut mit Augen sehen kann. Ich weiß es nicht, also dass es halt irgendwie jetzt Auswirkungen auf den Bossfight hat. Sofern ich mich für den entscheiden sollte. Aber ich denke mal schon. Will ja für euch noch ein bisschen Action bieten. Und ich denke mal, dass es damit irgendwie was auf sich hat. Aber ich wusste gar nicht, dass wir hier überhaupt in Burks Büro sind. Aber gut zu wissen. So. Da sollen wir jetzt hin. Da vorne ist noch so eine Cam, aber die... Okay, zwei Cams. Die eine sieht mich fast an. Ich muss warten, bis sie wegguckt, damit ich dann hier lang komme. Und jetzt hat sie mich gesehen. Schade. Wow, wow, das ist ein Soldat. Aber ich gehe mal schnell weiter. Okay. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Gucken wir mal, ob wir da drin was finden. Ich denke, da mache ich dann auch Schluss erstmal. Mitten umsingelt von Gegnern. Komm, 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 komm. Schnell, schnell, schnell! Zugriff. Ah, ja. Cool. Läuft ja heute sehr gut hier. Oh, Geld nehme ich gerne mit. Ja. Ein PDA nochmal. Vielleicht können wir da mal den PC ohne zu hacken begutachten. Warte. Oh, wir haben eine Menge Mails hier. Und natürlich haben wir hierfür keinen Code. Na super.
Müssen wir nochmal hacken? Ja, das geht wieder. Zugriff gewährt. Jo. Okay, was haben wir hier? Gut. So, was gibt's da noch? Okay. Halt die Fresse. Ach nö, nein. Ja, genau. Und mit diesem Screen beende ich diesen Part. Haut's rein.